möchte trotzdem heute schon mit euch, mit Ihnen einen meiner Lieblingsurlaubsbibeltexte teilen, nämlich Jesus wollte auch mal mit seinen Jüngern quasi in den Urlaub fahren. Und das schauen wir uns heute mal an. Im Markus-Evangelium Kapitel 6 bei den Versen 30 heißt es: Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren, und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen dort an. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Das ist eine Bibelstelle, die ich sehr gerne mag, weil ich so schön finde, wie Jesus die Jünger einlädt: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Vielleicht kennen Sie das von sich, ich kenne es zumindest von mir. Manchmal könnte ich auch genau das brauchen, dass jemand zu mir sagt: Komm mit an einen einsamen Ort und lass uns ein wenig ausruhen. Vielleicht geht es Ihnen so, den Jüngern damals ging es so, und das liegt natürlich auch an dem, was dieser Episode vorausgegangen ist. Nämlich davor hatte Jesus die Jünger zu sich gerufen und sie zu zweit ausgesandt, in alle Städte und Dörfer zu gehen, wo er auch noch hingehen wollte. Sie sollten Kranke heilen, Dämonen austreiben, das Reich Gottes verkünden. Sie haben sich auf den Weg gemacht und genau das getan. In den verschiedenen Städten, Dörfern, unterwegs, überall, wo sie hinkamen. Es war so das erste Mal, dass sie so in dem Sinne alleine für das Reich Gottes unterwegs waren und da im Dienst Jesu waren, so richtig da reingearbeitet haben. Wir wissen nicht ganz genau, wie lange die unterwegs waren, aber es waren sicher mehr als nur 1 oder 2 Tage. Mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen. Bis sie dann schließlich wieder zu Jesus zurückkamen. In dieser Zeit berichtet oder da an diese Stelle platziert Markus auch noch etwas anderes, nämlich während die Jünger unterwegs waren, so berichtet es Markus, ist auch Johannes der Täufer enthauptet worden. Johannes der Täufer als Vorläufer von Jesus, der den Weg bereitet hat und jetzt so ein brutales Ende findet, das war für die Jünger bestimmt auch in gewisser Weise ein Schock, das so mitbekommen zu müssen. Wir dürfen uns also vorstellen, die Jünger, die jetzt nach ihrer ersten eigenständigen Missionstätigkeit zurückkommen zu Jesus, die haben ganz schön viel erlebt und ganz schön viel, was sie beschäftigt und bewegt. Und natürlich wollen sie das erzählen. Sie berichten Jesus alles, was sie getan haben, wo sie Menschen heilen konnten, wo Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das ist wunderbar und begeisternd, und Jesus merkt aber, dass die Jünger mehr brauchen als nur das Erzählen. Er merkt, dass sie zum einen auch körperlich wirklich am Ende sind von dieser anstrengenden Reise, und er merkt, dass sie seelisch, man könnte fast sagen, so übervoll sind, dass sie auch Zeit brauchen, das erstmal alles innerlich zu verarbeiten, was da geschehen ist. Jesus sieht das, er merkt es und er geht darauf ein. Ich glaube, das dürfen wir uns auch selbst zu Herzen nehmen. Jesus sieht auch unsere Situation, wo wir vielleicht gerade körperlich am Ende unserer Kräfte sind oder wirklich der Erholung bedürfen. Er sieht auch, wo wir innerlich vielleicht gerade ganz viel haben, was uns bewegt oder beschäftigt oder womit wir nicht zurechtkommen oder auch worüber wir uns freuen, wo wir ganz erfüllt sind, wo wir einfach mal Ruhe brauchen, um das Schöne oder auch das Schwere, was uns begegnet ist, ganz zu verarbeiten. Dass wir wirklich damit, ja, das auch ganz in unserer Seele aufgreifen, verarbeiten und in unser Leben integrieren können. Jesus kennt das, Jesus sieht das und er weiß, was zu tun ist. Er sagt zu seinen Jüngern: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Jesus lädt die Jünger ein, jetzt allein zu sein, nicht einfach nur in der Menschenmasse zu baden. Die Menschen sind ja mehr als da, haben wir gelesen.
Das sind so viele, dass sie noch nicht mal Zeit zum Essen fanden, sondern er lädt sie ein, zur Ruhe zu kommen. Und zwar zur Ruhe zu kommen bei ihm, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Ruht ein wenig aus mit mir, bei mir. Was mit dieser Ruhe genau gemeint ist, das sollten wir, glaube ich, noch ein bisschen genauer anschauen. Die Bibel gibt uns da nämlich an anderen Stellen ganz wichtige Hinweise. Wir verwechseln ja manchmal Ruhe mit Langeweile oder Faulenzerei und denken uns, Ruhe, das ist, wenn ich dann auf der Couch sitze, die Füße hochlege, Chips esse oder mir ein Bier reinziehe und dabei Fußball gucke oder was auch immer Sie sonst gerne schauen wollen. Irgendeine Serie am Stück 5 Stunden lang. Nein, das ist nicht Ruhe im biblischen Sinn, sondern das ist Faulenzen im rein weltlichen Sinn. Ruhe im biblischen Sinn, da gehen wir mal auf Spurensuche und da stellen wir fest, dass das schon ziemlich am Anfang gleich eine wichtige Rolle spielt, nämlich schon bei der Schöpfungsgeschichte am Ende des ersten Schöpfungsberichtes. Da heißt es dann, dass Gott ausruhte, nachdem er sein ganzes Werk geschaffen hat. Gott ruht aus und jetzt lädt Jesus ein, die Jünger auszuruhen. Wir merken eine Parallele. Die Jünger haben geschafft für Gott. Die haben geheilt, die haben Dämonen ausgetrieben, die haben das Reich Gottes verkündet. Sie haben an Gottes Werk teilgenommen durch ihr Wirken. Und jetzt ist der Tag, es ist die Stunde, die Zeit da, wo Jesus zu ihnen sagt, kommt, ruht ein wenig aus. Also sie sind eingeladen, genau in diese Schöpfungsordnung mit hineinzukommen. Und dieses Ausruhen Gottes am 7. Tag, das ist eben nicht das Faulenzen, sondern das ist ein jetzt das Schöne, was geschehen ist, das, was gewirkt wurde, was geschaffen wurde, genießen, sich daran erfreuen. Das ist das, was Ruhe zunächst mal im Schöpfungssinne bedeutet auch. Also, dass wir jetzt das Geschaffene, das Werk voller Freude betrachten und genießen dürfen. Das ist ein Tag des Segens und der Heiligung. Also, so heißt es explizit in Genesis 2, dieser Tag der Ruhe, der ist der Tag, der das alles zur Vollendung bringt. Nicht das immer weiter schaffen, sondern jetzt auch auf den Segen Gottes zu vertrauen, dürfen wir auf uns übertragen. Jetzt wirklich die Zeit zu nehmen, das zu heiligen, was geschaffen ist. Also, oder das, was wir gewirkt haben, das wirklich ganz Gott zu überlassen und zu schenken und in seinen heiligen Bereich hineinzustellen. Das ist also ein Aspekt von Ruhe im biblischen Sinne. Wir finden noch einen weiteren ganz wichtigen Hinweis im Psalm 95. Auch der Hebräerbrief greift das mehrfach auf. Und zwar geht es da um das Land seiner Ruhe. Dem Psalm 95 beten wir im Kloster jeden Morgen vor der Laudes. Da heißt es immer, dass wir in das Land seiner Ruhe kommen wollen, also in das Land der Ruhe Gottes. Das ist also, wenn man so möchte, schon ein Ausblick auf das, was uns erwartet. Uns erwartet dieses Land der Ruhe, wo wir ganz bei Gott sein dürfen. Wir merken schon, diese Ruhe, das ist sowohl etwas, was von der Schöpfung her uns zukommt, also dafür sind wir erschaffen. Wir sind nicht dazu geschaffen, um uns ständig nur abzumühen und zu sorgen, sondern wir sind dazu geschaffen, um in dieser Ruhe Gottes zu sein, in seiner Freude, an seiner Liebe teilzuhaben. Das ist der Grund, weshalb wir geschaffen wurden. Und das ist gleichzeitig auch das Ziel, auf das wir hingeschaffen wurden. Wir sind dazu geschaffen, in das Land seiner Ruhe zu kommen. Also auf ewig in Gottes Gegenwart zu leben. Auf ewig die Freude seines Herzens zu sein. Und mit diesen beiden Endpunkten, also dem Startpunkt, weshalb wir überhaupt geschaffen wurden, und dem Zielpunkt, woraufhin wir geschaffen wurden, dann merken wir jetzt, wir sind natürlich noch nicht am Ziel, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und unterwegs braucht es immer wieder die Erinnerung an diese Ruhe. Und zwar nicht nur im Sinne von, ah, stimmt, da war ja was, sondern im Sinne von, das lebe ich jetzt. Deshalb ist es so entscheidend, dass Jesus seine Jünger an dieser Stelle einlädt zum Ausruhen bei ihm. Es ist natürlich schon so, dass wir noch nicht so ganz im Land der Ruhe angekommen sind, sondern auch auf dem Weg dahin sind. Auch bei uns in unserem Leben gehört das Arbeiten schon dazu. Auch die Mühe, auch die Sorge, das ist ein Teil davon. Für uns genauso wie für die Jünger damals. Darum
Es ist für uns heute genauso wichtig wie für die Jünger damals, dass wir uns immer wieder bewusst Zeit dafür nehmen, wirklich zu dieser Ruhe zu kommen. Wir sehen das hier bei dieser Episode ganz gut. Da waren so viele Menschen, dass sie noch nicht mal Zeit hatten zum Essen, die Jünger und Jesus. Wahrscheinlich hatten sie auch keine Zeit zum Schlafen, weil die sie so bedrängt haben. Manchmal ist das bei uns auch so, dass unser Alltag mit all seinen vielen, vielen Dingen, die zu tun sind, uns so in Beschlag nimmt, dass wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Und dann müssen wir es vielleicht so machen wie Jesus und die Jünger. Nämlich einfach mal wegfahren in eine einsame Gegend. Jesus lässt sich das offensichtlich etwas kosten, dass seine Jünger zur Ruhe kommen können bei ihm. Und er möchte dabei sein. Es ist nicht einfach so ein geht mal weg und macht mal ein bisschen ruhig, ich mache hier weiter. Nein, Ruhe heißt Ruhe bei und mit Jesus. Sie steigen in das Boot, sie fahren los, sie suchen sich eine einsame Gegend, wohin sie unterwegs sind. Also sie machen sich wirklich auf den Weg. Und das ist, glaube ich, etwas, was für uns auch gilt. Diese Ruhe, die passiert nicht einfach nur so in unserem Leben. Es ist nicht einfach so, dass dann auf einmal plötzlich so eine Zeit der Ruhe da ist, sondern wir müssen das meistens, die allermeisten Menschen müssen das tatsächlich bewusst auch einplanen. Nicht umsonst ist der Sonntag eigentlich vorgesehen als so ein Ruhetag, ist eingeplant in unsere Woche. Das ist jetzt unterschiedlich bei jedem, ob das immer so klappt mit dem Sonntag oder nicht. Wichtig ist, wir alle brauchen das und Jesus möchte uns es schenken. Das heißt, wir dürfen bewusst es auch in unseren Terminplan einplanen. Ich mache das tatsächlich auch als Schwester so. Wir haben einmal im Monat einen stillen Tag und ich schreibe den in meinen Terminkalender, damit der wirklich stattfindet. Wenn ich das nicht mache, findet es nicht statt, weil dann sind so viele andere Termine da, dass ich keinen Tag mehr kriege, wo ich ganz einfach nur allein bei Jesus sein kann. Vielleicht ist das ja, wenn man nicht im Kloster ist, leichter, aber ich glaube eher nicht. Eher nicht, gell? Also von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass auch wir uns wirklich diese Mühe geben, so wie Jesus sich da die Mühe gibt. Und wir sehen an der Geschichte auch, ja, das ist tatsächlich notwendig. Sie machen sich auf den Weg. Die tatsächliche Zeit der Ruhe, die die Jünger und Jesus zusammen haben, ist hier. Aber wenn wir ehrlich sind, nur die Überfahrt. Denn als sie ankommen, sind schon so viele Leute wieder da, die unbedingt zu Jesus wollen, die wie Schafe ohne Hirten sind, sodass er sie ganz lange lehrt. Daran schließt sich tatsächlich dann noch die Geschichte von der Brotvermehrung an. Also wir merken schon hier, den Jüngern und Jesus ist nur eine ganz kurze Zeit der Ruhe vergönnt, die sie nur dadurch bekommen, dass sie von einem Ort zum anderen fahren. Sie verlassen den Ort einer Menschenmenge, sie kommen an einen Ort, wo wieder eine Menschenmenge ist, vielleicht sogar die gleiche wie vorher, aber sie nehmen sich die Zeit für diese Überfahrt. Und ich glaube, so müssen wir es auch immer wieder machen. Ja, der Alltag, der kommt schon wieder mit allem, was da ist. Und vielleicht ist es mal nur 5 Minuten, vielleicht ist es mal nur eine Stunde, wo wir wirklich zur Ruhe kommen können. Dann nehmen wir die. Manchmal sage ich mir besser eine Viertelstunde als gar keine Stunde. Also, ich glaube, das ist so was, wo wir gerade auch jetzt in dieser Ferienzeit, die auf uns zukommt, wo manches ein bisschen lockerer ist, ein bisschen langsamer ist, wir bewusst reingehen dürfen in dieses bewusst uns auch Zeit zu nehmen, um allein zu sein mit Jesus und um bei ihm auszuruhen. Ich freue mich darum besonders, dass wir heute Abend gemeinsam den Rosenkranz beten, denn der Rosenkranz ist für mich auch voll das Gebet, wo man so richtig gut zur Ruhe kommen kann. Allein deshalb, weil man immer wieder bei demselben dabei bleibt. Ich würde vorschlagen, genau das machen wir jetzt. Lassen uns vom Rosenkranz mitnehmen in diese Ruhe. Um ehrlich zu sein, in die Ruhe, in der Maria schon ist, denn die ist ja schon in den Himmel aufgenommen, also ist schon im Land der Ruhe angekommen. Wir beten heute den lichtreichen Rosenkranz. Einfach weil wir oft auch wie die Jünger noch mitten in dieser Welt sind und vielleicht nur die Zeit einer Überfahrt oder die Zeit eines Rosenkranzes haben, um zur Ruhe zu kommen.